Jetzt wollen wir uns anschauen, wie man Winkel misst. Wir brauchen dazu unser Geodreieck. Das habe ich schon mal hergerichtet. Und jetzt wollen wir den Winkel beim Eckpunkt A messen, also Alpha. Wir legen unser Geodreieck an den Nullpunkt mit dem Nullpunkt an den Eckpunkt A an und passen hier gut auf, dass wir wirklich es an der Linie hier ausgerichtet haben. So, und jetzt kannst du hier oben ablesen, wie viel Grad der Winkel hat. Achtung, wir haben hier zwei Skalen. Ist es jetzt zwischen 70 und 80 oder ist es die andere Skala? Und jetzt müssen wir kurz überlegen, ist dieser Winkel größer oder kleiner als 90 Grad? Und ich glaube, du stimmst mir zu, es sind weniger als 90. Also trifft diese Skala zu. Der Winkel ist also zwischen 70 und 80 Grad. Und wenn wir ganz genau hinschauen, ist er 1 mehr als 75. Denn hier ist eine etwas längere Linie. Das wären 5. Also sind es 6, 76 Grad. Der Winkel Alpha beträgt also 76 Grad. Wie schaut es mit dem Winkel Beta aus? Wir rutschen unser Geodreieck nach drüben, legen es wieder hier mit dem Nullpunkt an B an und richten es hier an dieser Linie aus. Jetzt hast du wieder zwei Skalen. Wir müssen wieder überlegen, ist dieser Winkel hier Beta kleiner oder größer als 90 Grad? Hier sind die 90 Grad und du siehst, er ist kleiner. Also müssen wir diese Skala nehmen. Er liegt also zwischen 50 und 60 Grad. Und wenn du hier ganz genau hinschaust, liegt er bei 54 Grad. Könnten auch 53 sein. Wir haben ja gesagt, plus, minus 1, 2 Grad ist ja kein Fehler. Aber er ist jedenfalls nicht, und ich sage es jetzt auch nicht falsch, so viel Grad. Zwischen 50 und 60 und genau 53 Grad.